Moin Moin und willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ist schon wieder eine Weile her und ich sehe gerade, dass wir da noch was haben. Da ist noch was Grünes. Irgendwo. Und? Etwas zu lesen. Ein Splitter. Anatomie einer Katastrophe. Ich glaube, wir sollten mal diese ganzen... Guck mal ganz kurz. Inventar, nee. Aber Inventar ist natürlich auch eine gute Sache. Wir haben nämlich ein bisschen was zum Verschrotten noch. Warum habe ich das denn beim letzten Mal nicht gemacht? Das ist ja auch spannend. Gut. Journal. Journal, Splitter. Gucken wir mal, dass wir die hier nochmal alle wegmachen, damit wir nur die aktuellen sehen. Das sollten wir auf jeden Fall ab und zu mal machen. Nicht, dass wir hier irgendwie immer lange suchen müssen. Ich weiß, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt jetzt, aber vielleicht wäre das eine gute Sache, wenn wir das endlich mal wirklich machen. Gut. Aber wie dem auch sei, wir wollen hier erstmal... was war das denn? Aber das Ding machen wir. Da stratzen wir so rüber. Arroyo, sind wir jetzt okay? Oh, dieser Doppelsprung, ne? Ich weiß, ich flash jedes Mal da drauf, aber der ist super. Wir müssen langsam ein bisschen vorsichtig sein, was unsere Munition angeht, ne? Kann das sein? Das sagt wer? Ich hab... Entschuldigung, aber... Okay, das scheint hier alles Sixth Street zu sein. Unter der Erde ist auch noch was. Okay. Okay. Okay, da hinten müssen wir hin. Nein, wirst du nicht. Du spürst einfach nur den Tod. Wer ist gechippt? Kampfmaschine. Ich bin eine Maschine, sagt er. Ah, jetzt hat er's. Was haben wir ja da jetzt eingesammelt hat? Sieht aus wie eine Planke oder so. So. Haben wir unseren Questgegenstand. Aber ich würde sagen, wir sammeln erstmal alles drumherum ein. Wie gehabt. Lassen wir unsere Loot-Leidenschaft erstmal einen Lauf hier. Wenn ich das schon höre, wie das Radio, ne? So.
Hier ist auch noch was. Aber das können wir nicht aufnehmen. Wieso können wir die Schere nicht aufnehmen? Okay, will er nicht. Macht nichts. Dann nehmen wir den Questgegenstand auf. Archiviert das Gespräch. Das ist nämlich unser Questgegenstand. Und Levelaufstieg haben wir auch. Wir gucken mal den Splitter. Den Questgegenstand. Archiviertes Gespräch. Bernie McCollum. Was geht ab, Chum? Billy Jackson. Schnapp dir deinen Kram und komm zum Schrottplatz. Du musst die Überreste von meiner Karre loswerden. Chum, die zerstören das Teil schon da. Das ist der Sinn von dem Schrottplatz. Komm einfach, okay? Ich habe den Tipp bekommen von einem Kollegen beim LCPD. Wir schicken irgendeinen Idioten, der sich das Auto ansehen soll. Du weißt, was zu tun ist. Was zu tun ist, wenn es noch dasteht. Hä? Komische Bezeichnung. Okay. Die scheiß Bullen haben es auf mich abgesehen. Ah, denk das nicht. NCPD Officer. Officer 98403 hier. Mach dich auf den Weg zum Schrottplatz und sichere den Bordcomputer von Billy Jacksons Wagen. Und beeil dich, bevor sie alles zerstört haben. Unser Rockerboy hat sich betrunken hinters Steuer geklemmt und ist auf dem Bürgersteig in ein paar Passanten gefahren. Jetzt brauchen wir irgendwas, um ihn hinter Gitter zu kriegen. Dass er dort überhaupt dass der sich überhaupt Künstler nennen darf, so schief wie der singt. Ich hasse niemanden so sehr wie diese Ärsche. Denken, sie können tun, was sie wollen, nur weil sie in ein Mikrofon schreien. Das ist deine Chance, um ihm zu zeigen, dass er nicht über dem Gesetz steht. Geh zum Schrottplatz. Verstanden. Bin unterwegs. Ja, dann mal los. Ich glaube, das war's. Jo. Ja. Und ein Levelaufstieg. Das finde ich toll. Hier können wir immer noch nicht drauf. Was hat mir denn zuletzt gemacht? Intelligenz. Quick Hacks. Das hier. 20% mehr Schaden. Ich weiß es nicht mehr. Stealth und Kampfmaschine. Stealth. Okay, Stealth machen wir gar nichts. Technik. Auflademultiplikator. Itemherstellung. Effektdauer von Verbrauchsgütern. Handfeuerwaffen. Gewehre, Klingen. Gewehre. Wir sollten Reflexe vielleicht auch mal weitermachen, ne? Breach-Protokoll. Gibt automatisch Zugangspunkte in der Nähe hervor. Machen wir das hier einfach. Das geht nicht. Warum nicht? Gut. Ja, dann haben wir das hier schon mal in der Nähe wieder erledigt. Hier ist noch eine Nebenmission. Jetzt haben wir überhaupt noch ein Journal. Warte, bis Nancy dich nach einem Tag anruft. Kann es sein, dass die buggy ist, diese Quest? Kann das sein? Weißt du was? Warte, bis Nancy dich anruft. Widme dich andere Missionen, bis du mit Bess Isis Nancy telefonieren kannst. Weißt du was? Wir rufen sie einfach mal an. T. Bess Isis. Die geht nicht. Schade. Aber ich habe gerade noch mal dran gedacht, dass wir ja noch ein paar Waffen haben, die wir zerschrotten können. Zerschrotten ist gut. Ich meine natürlich verschrotten. Ein Hut. Nope. Beste. Nein. Shirt. Nein.
Hose. Nein. Schuhe. Nein. Das war's. Okay. Dann werden wir mal da mal hin, schnell hinziehen. Mal gucken, was uns da wirklich erwartet. Vielleicht müssen wir echt noch diese ganzen Nebenmissionen. Was läuft denn wie nicht? Was ist mit dir? Ja, komm, tanzen wir. Was ist jetzt mit mir? Mit mir. Was ist jetzt mit dir? Also genug getanzt oder was? Mann. Er ist eine große Fresse und dann hat er doch nichts dahinter. Das ist ja auch schön. Da komme ich gar nicht ran. Ziehe ich hier gerade Penner ab? Ich glaube ja. Spannend. Ja. Walk. Don't walk. Walk, don't walk, walk. Walk, don't walk, walk. Quack, 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 quack. So. Wir sind ganz schön übel gerade mit dem Mantis King unterwegs, ne? Gun Music. Das sind alte Kaldos. Kennst du Wayne? Wayne interessiert. Oh, echt jetzt? Entschuldigt die Störung. Alles in Ordnung? Ist der Deal im Kasten? Wie? Was machst du hier? Wie ist das? Wollte mal kurz vor euer Untergang checken, ob hier alles sauber abläuft. Ich habe gefragt, wer das ist. Man nennt mich wie? Interessiert mich einen feuchten Fick, wie man dich nennt. Was siehst du hier ab? Willst du uns etwa Angst machen? Nein. Bitte mal runter. Der gehört zu uns. Kannst du verfickt nochmal bis drei zählen? Eins, zwei, drei! So viele solltet ihr sein! Und ein Haufen Geld sollte auch hier sein. Sehen tue ich allerdings keins. Wie wär's, wenn wir hier zum Abschluss kommen, Roman? Ich ziehe auch 10% ab, weil wir zu spät waren. 20. Was? 15. Von mir aus.
damit endlich Ruhe ist. Ich gebe dir die Sieg für die Eddies. Bist du jetzt völlig durchgeknallt, wie? Was machst du hier? Den Scavs kann man nicht trauen. Deals mit denen gehen immer schief. Lass die Belehrungen, wie. Wir kennen das Risiko, aber... Wir brauchen die Eddies, und zwar dringend. Schnauze jetzt! Das könnt ihr später ausdiskutieren. Lustig. Konnte deine Fresse von Anfang an nicht leiden. Jetzt weiß ich auch warum. Hast uns aus Wurzeln verjagt. Sandra Dorset. Dachtest, das hätten wir vergessen, hm? Wir sind hier fertig. An deiner Stelle würde ich mal gut nachdenken, was du jetzt machst. Du hast recht. Ich war es, der deine Chumbas in Watson fertig gemacht hat. War übrigens ein Kinderspiel. Genau wie diesmal. Oder glaubst du, du bist im Vorteil, weil du uns umstellt hast? Sieh mich mal gut an. Siehst du die Implantate? Ich reiß dich in Fetzen, bevor du den Abzug drücken kannst. Ich weiß es und du weißt es. Gebt ihnen die Eddies! Habt ihr Scheiße in den Ohren? Gebt ihnen die Eddies! Das war's noch nicht, Wichser. Ich hab keine Angst vor dir. Ich hab schon ein paar harte Typen gesehen. Aber was du da eben abgezogen hast, das toppt alles. Ja. Ehrlich. Danke, Vee. Das war echt eine Nummer. Denen ja. Hast du's ordentlich gegeben. Ich lass meine Freunde nicht im Stich. Wir auch nicht. Verlass dich drauf. Vielen Sehr gut. Dank für alles, Vee. Und bis bald. Das ist doch mal friedlich abgelaufen, oder? Und das N? Oh, nee. Das Das war der Kameramodus, den wollte ich gar nicht einschalten. Wie viel Geld haben wir? 134.000 haben wir. Hier ist noch eine Nebenmission. Ah, gehen wir doch mal hin. Mal gucken, ob es noch ein Deal ist. Ich liebe Deals. Deals kaputt machen man noch mehr Spaß. Da kommt da nicht ran. Ja, ja. Kein Problem. Kein Problem. So. 80 Meter noch. Mal schauen, was wir hier haben. Okay. Was kann ich dir bringen? Was Heißes? Kaltes? Kaffee? Und Schnaps? Keinen Kaffee. Ich nehme lieber einen Spunky Monkey. Bleiben wir beim Getränk Spunky Monkey. Alle mal herhören! Das ist ein Überfall! Mr. Ölfleck hinterm Tresen. Ja, du! Fresse zu und Hände schön hoch, dass ich sie sehen kann! Der Rest bleibt, wo er ist und bewegt sich keinen scheiß Zentimeter! Wenn ich nur einen Pieps höre. Bleibeilage aufs Haus. Ist das klar? Portemonnaie ist auf den Tisch! Da steht aber jemand gerne im Mittelpunkt. Welchen Teil von Fresse halten hast du nicht verstanden? In Fresse und halten. Soll jemand der Erste sein. Portemonnaie her, schön langsam. Wie kommt's eigentlich, dass du noch lebst? Solltest du nicht das Maul halten? Nein. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Hm? Ich kannte solche wie euch. Alle tot. Keiner von denen wusste, wie ich drauf bin. Netter Versuch, aber du bluffst. Willst du mich verarschen? Ich hab schon mit Maelstrom und Arasaka getanzt. Ficker wie euch, vernasch ich zum Frühstück. Ihr sterbt, ehe ihr auch nur den Abzug gedrückt habt. Oh. Lass uns abhauen! Ey, Alter! Wie krass ist das denn? Seit Jahren hatte ich keinen Überfall und jetzt das? Wo ist die Sixth Street, wenn man sie braucht? Gott Urlaub. Sei Dank warst du hier. Bestell, was du willst. Geht aufs Haus. Ach. Ich nehme einen Drink. Was kann ich dir bringen? Was Heißes? Kaltes? Kaffee? Und Schnaps? Mein Spunky Monkey vielleicht. Egal, verkaufen wir mal ein paar Getränke. Wie hier die...
Was? Wie? Der hat kein Geld. Alles klar, dann tschüss. Ich brauche nichts. Der kein Geld hat, hat's auch nicht nötig. So, Inventar. Wir haben ja noch ein paar Waffen wieder, ne? Wir haben ja noch mal ein paar Leute Richtung Jenseits geschickt. Ne? Wie man auch nett ausdrücken kann. Wir haben noch ein paar Hüte, ist alles nichts. Grau beachte ich übrigens gar nicht mehr. Also einmal nur zur Info. Aber ihr wisst vielleicht ja, Grau ist ja auch nun wirklich nicht mehr die Farbe, die wir benutzen können. Ne? Gut. 325 Meter, da gehen wir mal hin. Oh, ist aber ein kleiner Gangster. Ein richtig kleiner Gangster ist er. So. Walk. Meter noch in die Richtung. Was haben wir hier? Dass wir auch einfach hier alles plündern können, ist auch super spannend, finde ich. Ich kenne das hier. Hier war ich mal. Jetzt chillt die Sixth Street noch. Wie sagt man heutzutage, sie chillen ihre Base? Oder wie war das? So. Tschüss, tschüss, tschüss. Ganz viel zu verkaufen. Klamotten. Alles weg hier. Ein bisschen Kohle hier. Brauchen Money, Money, Money. Wir brauchen Money. So, was haben wir noch? Aufsätze vielleicht. Eins, ja, zwei Stück. So. Das war schon. Aber wir haben trotzdem noch was im Inventar. Ach so, das sind die zwei Waffen. Ja. Die Tech-Pistole. Item-Herstellung, Upgrades. Können wir. Die können wir noch nicht herstellen. 48, um dieses Item abzugraden. Okay, die könnten wir aber noch mal ein bisschen pushen. Mit Hanakrom Embers treffen, aber wir gehen erstmal den Überfall hier auf die Nüsse, wollte ich gerade sagen. Psycho Killer, wie viel brauchen wir noch? Drei brauchen wir noch. Wir brauchen nur noch drei Stück. Ah, wo könnten die sich die denn verstecken? Ich glaube, wir sollten langsam mal echt ins Embers gehen, weil irgendwie nimmt das langsam alles sehr, sehr ab und ich habe ein bisschen Angst. Ich habe vor beiden Angst. Ich erkläre euch das mal. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ins Embers gehe, dass meine Nebenmissionen wechseln. Das heißt auch Beat of the Bread und so weiter und das Ding mit Best Ices und so weiter und so fort, ne? Aber ich habe auch Angst, dass wir jetzt hier so viel vorarbeiten, dass wir für das Endgame-Content, wo ich eigentlich kein Problem mit habe, einfach zu stark sind. Dass wir das einfach alles so wegnatzen im Endeffekt.
Das war's mit dir, Kollege. Und für dich auch, junge Dame. Wärst du nicht daran gegangen? Das jetzt? War das? Nee, Kreuz. Nee, Kreuz. Ihr Wagen steht bereit, Sir. Wurde auch langsam Zeit. Wie lange wolltet ihr mich warten lassen? Sie haben einige Modifikationen angefordert, die ich so schnell wie möglich durchgeführt habe. Mit Verlaub, vielleicht sogar zu schnell. Ich würde es bevorzugen, alles nochmal zu überprüfen. Zu Ihrer Sicherheit. Scheiß auf Sicherheit. Es muss jetzt funktionieren, weil ich jetzt ein Rennen habe. Also Schluss mit den Ausreden. Kann man ihn nicht, kann ich ihn abholen? Wir haben ihn bereits losgeschickt. Er sollte innerhalb einer Stunde zum Abholen bereit sein. Okay. Heile Karre. Kann ich das Auto haben? Das nehme ich. Und das kann ich auch nehmen anscheinend. Aber wir gucken mal, wo können wir noch hin? Wir haben ja noch ein bisschen. Da. Und wir haben noch einen Levelaufstieg. Wurde ich eben weitergemacht? Verdammt. Nein. Da. 30% mehr Schaden für Quick Hacks. Dann fahren wir jetzt mit unserem Mitsuzani dahin. Willst du Stress? Mit dir? Nein. Du bist viel zu stark. Wo kommt das Auto denn her? Okay. Ich habe mich ein bisschen versucht zu beherrschen. Da war nochmal ein archiviertes Gespräch. Leg dich lieber nicht mit jemandem an, der dich einfach so wegmachen kann. Meine liebe Dame. Was war das mit der Musik? Einfach die Musik abgebrochen. Okay.
Okay. Da steht mein Auto. Und das würde ich gerne wieder haben. So. Wo können wir denn jetzt hin? Was haben wir hier denn noch so Schönes? Da haben wir noch ein Verbrechen. Und einen Vorteilspunkt sehe ich gerade. Nein, da. Quick Hacks. Ermöglicht die Regeneration von Speicherkapazität im Kampf. Stellt alle 60 Sekunden 4 Speicherpunkte wieder her. Endlich. Weil genau das ist nämlich immer nicht der Fall. Ich mag die Felgen bei dem Auto. Hätte ich gerne an meinem. Warum hat er gehupt? Pass auf, ey. Worauf denn? Willst du mich etwa verhauen? Willst du etwa herkommen und Stress machen? So. Er hat mit Absicht die Spur gewechselt. Habt ihr gesehen, ne? Habt ihr das gesehen? Das war gemein, Mann. So. Okay, mal schauen. Nein, nein. Alles gut. Ich warte doch einen Moment. Wow! Was war das denn? Was war das? Was war das? Ich weiß es nicht. Gut. Und jetzt ist aber Schluss hier. Das war's mit dir.
Ja, was ist denn das? Ist das dieser Robo? Der mich da so wegmacht, oder was? Was für ein Kackvieh. Anders. So. Erstmal du weg. Damit ich freie Bahn hier rein hab. So, einmal das hier und das einsammeln. So. Ziel hat Konzern Cyberware. Ach ja. Warum ist anders? Nehmen wir den. Du bist schon tot! Bestimmt, ja. Gebe ich dir recht. Bin ich eigentlich auch wirklich schon? Aber du bist nicht mein Mörder. Definitiv nicht. Aber besser dafür bist du viel zu schlecht. So, dann haben wir bei dem noch was. Anweisungen. Was gibt es denn für Anweisung? Kriminelle mit Verbindungen zur Sixth Street Gang. Zugeordnetes Einsatzziel. Untersuchung von Drohnenabfängen. Night City, The Glen. Priorität hoch. Code Red. Adresse Skyline North. Sofortige Ausführung benötigt. Dr. Xiao Liu. Okay. Also wir sollten mal langsam anfangen, wieder zu ein bisschen was zu zerlegen. Alter Schwede. Wie viel Waffen man hier sammelt, ey. Unnormal. Uiuiui, drei Klingenwaffen, das ist auch schön. Und eine Zuhälterbrille brauchen wir nicht. Wir ein Shirt brauchen wir auch nicht. Eine Hose brauchen wir auch nicht. Tschüss.
Das war schon wieder. Ja, kann man machen. Was haben wir denn noch? Dann haben wir hier einen Überfall und organisiertes Verbrechen. Und der Kampf in The Glen. Echt jetzt? Ich habe nochmal Leertaste gedrückt. Warum ist er da nicht ein zweites Mal gesprungen? Finde ich nicht cool. Nein, ist nicht cool. So. Dann lösen wir erstmal den Überfall hier nochmal auf. Ups. Entschuldigung, ich wollte gar nicht schießen. Aber okay. Panzerung um 5 und das ist Ausdauer, Fäuste und Gorilla-Arme. Mehr Schaden. Und machen wir das auf 20 hoch. Mal gucken, was wir hier haben. Können mich nicht zu Boden werfen. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Erlittener Schaden um 10% verringert. Kann eine ganze Menge sein. Du langweilst mich zu Tode. Die sind ganz schön heavy. Irgendwie waren die gerade anders heftig. Extraktion, okay. Wer und warum sagt da jemand zu mir Cabron? Ich hab gar nichts gemacht, ich habe nur ein Bier getrunken. So, das ist noch organisiertes Verbrechen. Die tun mir nichts. Ja. Das war ja mal ein schönes organisiertes Verbrechen hier. Aber ich muss ja immer sagen, keiner legt sich mit wie an, ne? Niemand. Nein. Niemand legt sich mit wie an. Auch kein Einkaufswagen mit Decken drauf.
Oh, das war gar nicht das organisierte Verbrechen. Spannend. Das ist ein anderes. Hallo. Ich glaube, ich habe ein Heimchen verärgert. Ich hab Puto. Ja, Familie. Ich bin dann gerade weg, weil ich glaube, dass da gerade was Explosives war. Oh Gott. Ich muss kurz mal ein bisschen was kaputt machen. Ja, okay, das ist Skippy. Ja, der Revolver kann weg. Was ist mit Skippy? Wieso kann ich Skippy nicht verschrotten? Oder wegschmeißen besser, wegpacken. Ich will ihn nicht wegschmeißen. Das heißt, es ist ein Questgegenstand. Messer, Messer, tschüss. Nein. Oh. Ein anderes Shirt. Sieht besser aus. Hose. Nicht. Schuhe. Noch lange nicht. Ich frage mich gerade, warum Johnnys Schuhe so gut sind. Arasaka Schutzanzug weg. Digga, welches Zeug hat deine Sinne geboostet? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Benutzen. Zwei Nachrichten. Young Forever. Okay, das sind beides so eine Spam-Mails, die immer überall drauf sind. So. Krass. Hey, für die Nancy. Ist alles geritzt. Heute Abend im Red Dirt. Hast du mit Carrie gesprochen? Er macht keinen Rückzieher oder so? Nein, auf keinen Fall. Er ist total gehypt. So habe ich ihn seit den Silverhand-Tagen nicht mehr gesehen. Was ist mit Henry? Er ist nicht an Bord, oder? Oh, hab's gar nicht versucht. Auf den Sack verschwende ich keine Kraft. Na gut, dann bis heute Abend. Um deine Gitarre musst du dich nicht kümmern. Hab das Equipment schon zusammen. Hä, wieso? Auf einmal ruft sie an. Ich meine, geil, ne? Also, kann losgehen. Du bist hässlich. Und du auch. So, wir können auch mal ein bisschen was verschrotten. Ich glaube, der Gig wird nochmal so richtig interessant.
Ich glaube, der wird nochmal so richtig, richtig interessant. So, und wir sollten einmal verkaufen gehen. Und zwar da. Oben? Echt jetzt? Wow. Das war beeindruckend. Hallo. Nena? Was macht Nena hier? Die Nena. Gerade gegen die Wand gesprungen. Oh, wie herrlich dämlich. Ah, oh, schön. So, dann schmeißen wir weg hier. So, ein paar komische Klamotten haben wir auch. Tschüss. Wir haben schon wieder Alkohol ohne Ende. Selbstgebrannter im Fass. Kann man machen. Was haben wir hier? Soup. Selbstgebrannter im Kanister. Und ein bisschen stilles Vinaigrekühl. Bis hier. Soll lecker sein. So. Naja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts Grünes verkauft, aber ich glaube nicht. So, das wäre die Mission mit Best Isis jetzt, ne? Ja, die mache ich jetzt aber nicht. Die mache ich jetzt nicht. Wenn ich mit Stefan rede, das probieren wir auch nochmal aus. Aber erstmal würde ich hier hingehen. Nochmal diese Mission machen. Okay, die greifen mich alle nicht an. Das ist ja auch spannend. Wo sie ganz klar als Gegner gekennzeichnet sind, greifen sie mich nicht an. Und das muss ich sagen, gefällt mir sehr. NCPD HDP. Du hast gesagt, du suchst einen Job. Und ich habe einen. Das ist doch kein Job. Hast du dir überlegt, was aus uns wird, wenn wir dich verlieren? All unser Geld? Entweder du änderst dich, Cesar, oder ich schmeiß dich raus. Was ist Cesar? Cesar, bin zum Kämpfen hier. Das bin ich, der älteste Hijo de Puta im Clan. Jetzt bin ich gespannt. Der Vater in Night City. Micaela, Baby, ich weiß, was ich tue. Vertrau mir. Mit dir rede ich nicht. Erst verschwendest du ein Vermögen für Krom, und jetzt? Ach, ich geb auf. Prügel ihm etwas Vernunft für mich ein, ja? Er hat eine Lektion nötig. Micaela! Micaela, warte, Gott verdammt! Oh Mann. Ich brauch Geld. Will uns nicht. Darum nehme ich nur ernsthafte Wetten an. Ich setze meinen Wagen. Leg die gleiche Summe Cash auf den Tisch oder vergiss es. Die wäre hoch. 4000. Na gut, Details. Was für ein Auto? Ein Smuckstück, aufgemotzter Vintage 2056er. Nur 32.000 Kilometer drauf. Keine Dellen, keine Kratzer. Mhm. Geklaut? Nein, nein, absolut nicht. Ist sauber. Hast mein Wort. Mhm. Hör zu. Verschwende nicht meine Zeit, wenn du kein Interesse hast. Zeit ist Geld und bei mir ist beides knapp. Mhm. Was wartest du denn? Ist mir zu viel Kohle. Im Moment jedenfalls. Schon gut, verstanden. Lass mich wissen, wenn du deine Meinung änderst, okay? Ach so, ich dachte, jetzt fängt an zu handeln. Gut, ich setz den Wert ein. Deal? Deal. Auf geht's. Nur bloße Ende, klar? Zieh dir keine Monodrähte oder Mantisklingen aus dem Arsch, hörst du? Klar. Ich sag's ja nur, weil der letzte Typ mich mit Longspurs überraschen wollte. Egal, bist du bereit? Ja, wenn die Kinder weg sind. Yep, bereit für den Kampf. Sei vorsichtig, ich mach ernst. Mama, glaub nicht, nein, nimm ihn mal.
Bam, bam, putz. Wisch dir deinen Sabber aus dem Gesicht, du hässlicher Vogel. Alter, hau ich den um? Na, 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 na. Was willst du von mir? Alter. Er hat weiter gekämpft. Ich hätte auch vorher aufgehört. Nach ungefähr den ersten 400 Schlägen. Es tut mir leid. Scheiße, ich. Kein Wort mehr von dir. Idiota.
Ich hab ein neues Auto. Ich hab ein neues Auto. Ihr, pass gut drauf auf. Mach ich, Chumba. Ach komm. Zeit für eine Spritztour. Mierda. Das war mein Baby. Ja, selbst schuld. Jetzt aber nicht gewettet. Uiuiuiui. Ja. Coach Fred, was hat er geschrieben? Ich muss schon sagen, wie. Ich wusste, dass du es weit bringen würdest, aber nicht so weit. Du kämpfst im Finale gegen Razor Hodges, Profi-Weltmeister im Schwergewicht. Einer der besten der Welt. Dieser Kampf wird historisch, das weiß ich jetzt schon. Sieh einer an. Ich dachte, Caesar weist dich endlich in die Schranken. Aber du hast dich gut geschlagen. Wer weiß, vielleicht landest du noch im Finale. Hä, was? Ich bin noch im Finale. Rede verstehe ich nicht. Aber ich habe ein neues Auto. Shit happens. Okay, die habe ich da aufgehoben. Die verschrotte ich jetzt einfach mal direkt. Gut, ich bin Level 48. Ich kann die Handfeuerwaffe upgraden, glaube ich, ne? Auf 600 und noch. Kann man machen. Aber jetzt muss ich mal gucken, ob die vielleicht besser ist. Aber ich glaube nicht. Die ist immer noch so heftig stark, ne? Die andere. Die ist immer noch so heftig stark. Und ich habe jetzt einen neuen Zuhälterwagen. Geil. So, dann... Ach komm, den machen wir noch. Cool, mit Blick auf die Zeit dachte ich mir gerade so, oh, okay, jetzt sollte ich vielleicht mal langsam ausmachen. Und dann wähle ich die Mission. Okay, die machen wir noch weg und dann beende ich auch die Folge. Mal auf, Hector. Alte Caldo, okay. Und was der wohl wartet? Oh nein! Achtung, Achtung an alle NCPD-Subunternehmer. Meldung über organisiertes Verbrechen in der Skyline South. Hauptziel ist Denzel Pryor, genannt The Brain. Er führt eine Untergruppe der sogenannten Die Stadt bezahlt für die Eliminierung von Pryor und seinen Anhängern. Ja, ihr werdet ja zu Schaschlik verarbeitet, meine lieben Freunde. Oh Mann, einmal Luft holen hier. So. Hm.
So, okay. Wir haben ganz schön gemetzelt gerade, ne? Der lässt sein Bein stehen. Okay. Scheint wohl so eine Übung unter... Was ist das? Ist das Boxer hier? Schema Ling Yong. Bestellung heute. Der hat mir deine Mama gegeben, du hässlicher Bastard. Was ist denn mit dir? Fixer. Habe ich das Ding schon? Habe ich schon. Okay. Okay, nein, nein, nein. Nein, nein, das wollte ich eigentlich nicht. Aber wir haben noch das Inventar, mache ich nochmal leer hier und dann. Das Inventar wird einmal leer gemacht. Eine Schrottflinte, die geht weg. Die geht auch weg. Der geht auch weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die gehen weg. Weg, weg. Ach komm. Was soll der Geiz? 59, weg. Dann haben wir hier noch was. Weg. Und das war's dann auch schon wieder. Wir gucken mal auf die Karte, ob wir nicht irgendwo was verkaufen können. Da. Wir verkaufen nochmal was. Wer weiß, was hier auf dich wartet. Ja, das werden wir aber erst ein anderes Mal erfahren. Das war irgendwie falsch. Denn anscheinend muss ich irgendwie hier hoch. Oder willst du hier lang? Wo schickt er mich denn lang? Ich will doch nur da hoch. Ich will doch nur da hoch. Sachen verkaufen. Warum muss ich so eine halbe Weltreise machen? Bei einem Megagebäude sind wir. Okay. Dann sind wir halt bei einem Megagebäude. Macht auch nichts. Zumindest fast. So. Ein bisschen Kleinkram. Bei schlechter Aufsätze. Das war's schon. Gut. Ich verabschiede mich daher aus dieser Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten wieder. Bis dahin, euer Imgrimsch.